kann es kaum erwarten, den Highwaymen ein großes Fickt euch entgegenzuschreien, was man bis in die letzte Ecke des Countys hören kann. Ja, Mann. Da gebe ich dir recht. Das kann sehr befreiend sein. Was knattert denn hier? Meine Fresse. Muss ich nochmal mit ihr reden? Ja. Ich hab so ein warmes Gefühl von Hoffnung für die Zukunft und all sowas. Ich bewundere Menschen, die in brenzligen Situationen improvisieren können. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Also jetzt bewegliche Ziele. Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Das sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, staubigen Zeiten. Hier draußen braucht man immer jemanden, der auf einen aufpasst. Selbst ich, alle Jubeljahre mal. Sieh mich als Teil deiner Familie an. Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kilt. Ja, man weiß nie, ob ich's ernst meine. Hä? Nee. So. Sprich mit dem... Krähenfüße, Adleraugen, abgeschlossen. Ja, wunderbar. Das freut mich. So. Nana ist jetzt auch verfügbar als Helferlein. Aber ich... Hallo, Freund! Es hat lange gedauert, bis die große Farm wieder Nahrung produziert hat. Jetzt machen die Highwaymen alles kaputt. Verscheuch sie! Vorratskammer. Ja, die Außenposten, die guten Außenposten. Ja, oh, das können wir mal machen. Aber jetzt momentan erstmal nicht. Ich guck mal, bei dem, was leuchtet denn da vorne eigentlich? Was knattert denn hier? Ach, das Ding hier. Warte mal. Was ist das mit dem Ding? Ich repariere das so gut ich kann. Nee, das ist nicht. Oder? Doch. Ach, Lampen leuchten hier. Okay, klar. Was wollte ich gerade sagen? Ich hätte gerne... Ihr Sniper-Teil-Dings da. Das hätte ich gerne. Meine Eltern sprachen immer über etwas, das mit Widerstand ist. Ich will auch so sein. So, Freund, komm mal her hier. Wir sollten mal... Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, tauschen. Gucken wir mal, ob wir eventuell was eintauschen können. Alles tauschen, Steuerung, lalalala. Ja, brauchen wir den Rest brauchen wir nicht. So. Denke, das könnte alles gewesen sein. Munition und so ein Zeug brauchen wir nicht. Infokarten möchte ich eigentlich auch nicht. Ich bin hier immer für dich da. Also könnte man machen, aber ich würde gerne alles selbst so ein bisschen erforschen. Insofern... Das Ding? Ist das eine bessere? Die sieht besser aus. Warte mal. Nehm mal die weg kurz. Ist die Frage. Ich kann das leider... Nee, ist auch Stufe 1. Aber ich kann leider nicht sehen, wie viel Schaden die macht. Das ist ein bisschen doof. Deswegen würde ich gerne die... Meine komische hier behalten. Die hat einen Schalldämpfer. Deswegen, ich baue mir lieber was Neues. Und insofern, ach, weißt du was, wir gehen mal da hoch zu diesem, was auch immer es ist oder war. Ja, genau. Und forschen mal, was das sein könnte da oben. Ich vermute, das könnte auch ein Außenposten sein. Würde ich mal vermuten. Ja, Camilla, los geht's. Oder weiter geht's vielmehr. So, immer ein bisschen sputen. Sputen wollte ich sagen. Oder sputen, ja. Sputen ist auch nicht verkehrt. Ja, das ist ein Außenposten. Definitiv da oben im Radar sozusagen schon leicht erkennbar. Verschwommen oder transparent. Ja, das ist natürlich... Der liegt auf dem Berg, ist nicht so schön. Signalstelle.
Schwierigkeitsgrad 1. Okay. Ja, und ich warne schon mal vor, man hört schon wieder Musik im Hintergrund. Es kann durchaus sein, dass ich die muten muss. Eventuell, ich weiß noch nicht genau. Wird sich zeigen. Und wenn nicht, dann hört man es eben weiter. Es könnte etwas knifflig werden, weil das hier so komisch steil ist und ich nicht genau weiß. Ist das ein Alarmpost-Turm? Nee. Aber warte mal. Nee, das wollte ich nicht. Und die muss ich mal austauschen, die Standardwaffe hier, die hat mir zwar gute Dienste erwiesen im 5. Teil von Far Cry, also dem eigentlichen Vorgänger ist es nicht, aber Moin. Da ist ein Alarmturm, ich sehe gerade. Warte mal, kann ich da nicht? Jetzt ist die Frage, ist das da oben? Nee, ich muss unten wieder irgendwas zerschießen. Na Hilfe. Ja, ich würde da nicht so nah rangehen. Es sieht. Ach Mann. Warum macht ihr so eine Scheiße? Hört auf damit. Oh Mann, ey. Ich wollte eigentlich erstmal hier so ein bisschen. Ja, dann mach mal was. Ah, okay. Scheißendreck. Jetzt geht die Sonne auch noch unter. Ist an sich. Da oben ist einer gewesen. Ja. Oh, Scheiße. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, 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 nein. Oh. Scheiße. Da ist irgendwo noch ein Sniper. Da. Oh, Scheiße. Scheiße, was bin ich denn doof, oder was? Nein! Gar nicht gut. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Das war so doof. Genau. Scheiße. Warum treffe ich nicht? Das gibt's doch nicht. Was mache ich hier? Na, besser ist das. Warte mal, ich gehe erstmal irgendwo in Deckung. Oh Mist. Boah. Hui, hui, hui. Ich bin getroffen. Ah. Ja, ich komme. Moment. Sekunde. Scheiße, ich stehe hier frei, stehe frei. Komm, Kamina, los, mach hinne. Ich schulde dir was. Kein Ding. Geh in Deckung, Kamina. Das hat sie noch nicht so richtig gelernt. So, erstmal ein bisschen sacken lassen, die ganze Geschichte hier. Vielleicht beruhigen sie sich. Ja, mach mal. Hör auf zu schreien, Mann. Frau. Huch.
Ja, es war ein bisschen... Ja, bist du das gut? Total dämlich. Total dämlich, die ganze Aktion hier. Bin ich hier hoch? Nee. Doch. Fantastico. Ja, Mann, such doch. Kletterhaken. Ja. So. Kann man da auch hoch? Alter. Ja, Mann. Sehr gut. Wer war das? Hä? Ah, Kamina war das. Okay. Ist noch weiter hoch. Ja, sehr gut. Eieieiei. Wo soll ich denn hier hin? Wo geht's denn jetzt? Och nee. Ja, das alte Problem. Wo muss ich denn hin? Oh, lalalala. Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich? Ach, da. Okay. Hui. Und jetzt? Ah ja, okay. Ah, und C. Bums. Ich nicht. Wer klopft? Hä? Da ist Kamina. Was rumpelt da so? Was rumpelt da durch Nacht und Wind? Diese Idioten stürmen auf dich zu und schlagen dir den Schädel ein. Nee, machen sie nicht. Hast du ja gesehen. Woanders hin. Tu dies, alles klar. Ja. Ich, keine Ahnung. Noch mehr sind. Da hinten ist noch einer. Ja, ne, an den komme ich nicht ran. Nee, da komme ich nicht ran. Kann ich da? Es wird sein, als hätte sie nie gegeben. Eigentlich bescheuert. Nee, lass mal. Lass mal, Kamina. Nee, ist okay. Bleib hier. Lass da, oder? Eigentlich bescheuert. Okay, dann doch. Wumms! Sehr gut! Juhu! So, jetzt darf ich nicht den Fehler machen, diesen blöden Außenposten wieder abzugeben. Aber ich habe keine Ahnung. Naja, mal sehen. Vielleicht habe ich ja Glück diesmal. Und drücke nicht das falsche Knöpfchen. Ja. So, ja, wunderbar. Kohlefaser, plus 5. Sehr schön. Reden? Ja, gleich. Moment. Plündern. Plündern? Nein! Genau das ist das. Nein! Zurück. Okay, ja. Okay. Weiß ich gar nichts von. Oder ich hab's vergessen. Kann auch sein. Okay, dann rede mal mit mir. Bevor ich lese. Da verschanzt sich eine Farmerfamilie am Rande des Tals. Sie sind die stolzen Besitzer des größten verfickten Ebers, den ich je gesehen habe. Du musst dafür sorgen, dass die Highwaymen das Vieh nicht in die Finger kriegen. Okay. Horatio. Alles klar. So, und wir lesen mal. Überlebenden Tagebuch. Ich weiß nicht, was wir machen würden, wenn das hier endgültig auseinanderfällt. Wir haben zwar eine ungefähre Ahnung, wie das Zeug funktioniert, und wir können nur kleine Reparaturen machen. Aber ein ganzes Funksystem von Grund auf neu bauen? Dafür hat hier keiner das nötige Know-how. Wir können ja auch nicht mal eben nachschlagen oder so. Hoffentlich hat irgendwo irgendwer eine Bibliothek auswendig gelernt. Auswendig gelernt. Naja, wohl kaum, denke ich. Wohl kaum. So, okay. Was kommt denn hier schon wieder? Was ist das? Gerümpel? Sägeblätter? Ja, Mann. Hallo? Oh ne, okay. Okay. Hallo.
Ja, wir schauen uns erstmal um. Logischerweise, da ist noch was zu holen. Warte mal. Ja? Hast du was zu sagen? So. Ja, hier ist da was. Und hier. Warte. Plündern. Da hinten ist auch noch was. Komm ich nah rein? Ah, ja. Na, Bumsala. So, einmal knacken. Titan, natürlich. Natürlich Titan. So, geh mal hoch. Dum, di dum, di dum. Ah ja, so wirklich wohnlich ist es hier nicht. Also, das ist ein bisschen spartanisch, das Ganze hier. Naja, was war das gerade? Nichts. Nicht so wirklich und sehr zugig hier. Da ist noch irgendwas. Komm ich da hin? So hin? So lang wollte ich sagen, ja. Ich, ja. Ist super nützlich, wenn man nachts was zu erledigen hat. Ist nicht wahr. Die Funkgeräte funktionieren noch, wenn man mal ordentlich dagegen tritt. Aber die Reichweite ist nicht gerade der Hammer. Und die scheinen ja auch jeden Moment auseinanderzufallen. Lila meint, es ist gut möglich, dass da noch Satelliten im Orbit sind. Und dass wir deswegen noch was empfangen können. Sie hat nicht gesagt, was passiert, wenn die Satelliten runterkommen. Aber wahrscheinlich ist dann Funkstille. Jupp. Was hat denn Kamina? Sie hustet. Die will bestimmt irgendwas was sagen. Vermutlich. Ah, Hubschrauber. Die können einen Hubschrauber ordern wahrscheinlich. Warte mal. Molly. Signalreichweite. Sollten wir vielleicht nicht abgeben, den Posten hier. Nicht nochmal. Was wir mit den anderen beiden und den anderen dreien davor auch gemacht haben. War das drei? Ja, mach ich. Ich denke auch, dass ich das irgendwie hinbekomme. So, jetzt muss ich mal gerade mal gucken, ob ich mir irgendwas basteln kann. Irgendwas aus der 2 hier. Das wäre echt nicht schlecht. Hier kann ich da irgendwas machen? Herstellen? Ich habe doch so ein... Ach nee, will ich gar nicht. Ich will das gar nicht. Ja, das kann ich mir hier nur im Club irgendwie holen, das Ding. Keine Ahnung. Für 20 irgendwas holen. Habe ich sowas überhaupt? 18 habe ich. Ach, ist egal. Muss man ja nicht. Das muss man ja nicht. Ja, irgendwie bräuchte ich mal eine aktualisierte Version von einem Sturmgewehr. Ja, das wäre ganz cool eigentlich. Aber irgendwie ist hier alles nur so ein bisschen... Das wäre natürlich perfekt. Aber, pff, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ansonsten müssen wir dabei bleiben bei dem, was wir haben. Bei Upgraden kennen wir das Ding ja nicht. Nee, können wir nicht. Das können wir nicht. Ich kann ja mal vergleichen, sagen wir mal, die beiden hier. Moment, wo ist das Ding, das ich gerne haben möchte, aber nicht bekomme? Hä? Kann ich das jetzt vergleichen? Ja, kann ich. Wie, Moment mal, warte mal, habe ich da gerade gemacht? Ach so, ich darf nicht draufdrücken. Alles klar. Ja, hier steht's. Da steht's. Ja, minus 8, minus 20 Schaden, also weniger. Ja, ja, okay. Na gut, was soll's. Ich würde sagen, ich gucke mich nochmal ein bisschen um hier. Sag aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, für diese Folge. Hier ist irgendwas, was ist denn das? Plündern, ach so. Das muss ich für die Nachwelt aufschreiben. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal hier bei Far Cry New Dawn. Ciao. Einfach zu gern unsere Kommunikation. Wen wird sich vor Freude ein